Es war ein besonderer Tag für Caillous Familie. Es war Rosis Geburtstag und die ganze Familie war draußen und genoss den Sonnenschein und die Feier. Mama, Mama, kann ich jetzt mal auf der Hüpfburg spielen? Okay, Caillou, sei vorsichtig. Denk dran, die Schuhe auszuziehen. Ich will die Schuhe anbehalten. Wir sollten sie ausziehen, Caillou. Caillou hatte viel Spaß auf der Hüpfburg. Aber die anderen Kinder wurden immer gröber. Sobald Caillou wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah er sich für ein neues Spiel um. Hey Caillou, ist alles gut? Caillou setzte ein tapferes Gesicht auf. Es gab schließlich noch andere Beschäftigungen. Hey, spielen wir doch Steck dem Esel den Schwanz an. Caillou und seine Freunde spielten Steck dem Esel den Schwanz an. Es wurde ihnen sehr schwindelig. Leo, da kommt ihr nicht hin. Okay, okay, jetzt du, Caillou. Sie bringen den Kuchen raus. Kommt her, Kinder, Kuchenzeit. Rosi, jetzt kannst du dir was wünschen. Rosi wünschte sich etwas und blies alle Kerzen auf einmal aus. Und dann? Nun zu den Geschenken. Oh, ich will, ich will. Darf ich, Mama? Okay, Caillou, was hast du denn? Bitte schön, Rosi. Alles Gute. Rosi konnte ihr Glück kaum fassen. Ein eigener Teddybär. Teddy! Super, Caillou. Tolles Geschenk. Noch etwas, Rosi. Hi, Rosi. Alles Gute. Genieß deinen Tag. Ich hab dich sehr lieb, Caillou. Oh, Caillou, das ist lieb und schön geschrieben. Ist das nicht süß, Rosi? Hey, Kinder. Zeit für die Piñata. Rosi, du fängst an. Los, Rosi! Das war der beste Geburtstag, den Rosi je hatte. Und Caillou hatte auch einen wunderbaren Tag. Es war ein Familientag und Caillou konnte es kaum erwarten, den Botanischen Garten zu erkunden. Wow! Seht euch die Farben an! Komm schon, Rosi, wir sollten uns umsehen! Oh, herrlich! Das, Rosi, ist eine Sonnenblume. Und die ist gelb wie die Sonne, siehst du? Sonnenblume! Ist gelb. Okay, und diese hier ist weiß, so wie der Mond. Wie heißt die, Mama? Nun, die hier,
Das ist eine Mondblume. Wow! Okay, Sonnenblumen sind gelb und Mondblumen sind weiß. Eine Rose. Eine Rose. Eine rote Rose. Rosen sind rot. Und Veilchen sind blau. Sonnenblumen sind gelb. Und Ranunkeln auch. Mondblumen sind weiß. Blätter sind grün. Habt ihr jemals so viele Farben gesehen? Was ist das? Das sind Pollen, Caillou. Davon kann man niesen. Gelb, gelb. Das stimmt, Rosi. Komm mit, Rosi. Gehen wir doch in den Irrgarten und suchen den Springbrunnen. Ich muss die Mitte des Irrgartens finden. Dort ist der Springbrunnen. Aha! Da geht's lang! Ich hab mich verirrt. Toll, dass du uns trotzdem gefunden hast. Wie hast du das gemacht? Ich hab das Plätschern des Springbrunnens gehört und bin dem Geräusch in die Mitte des Irrgartens gefolgt. Ganz toll gemacht, Caillou. Das hast du wirklich sehr schlau gelöst. Nun, Caillou, manchmal fühlt man sich verloren. Aber es kann auch ein Abenteuer sein. Caillou hatte viel Spaß dabei, den Botanischen Garten zu erkunden. Besonders, wenn er nicht allein im Irrgarten, sondern mit seiner Familie zusammen war. An einem weiteren vollgepackten Schultag bat Frau Martin die Kinder, leise zu sein. Sie wollte eine Ansage machen. Gut, Kinder, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Okay. Nun, diese Woche veranstalten wir was Aufregendes. Eine Schul-Talent-Show. Die Klasse konnte es kaum erwarten, mit dem Üben anzufangen. Aber was sollte Caillou tun? Als er später am Tag nach Hause kam, sah er sich im Haus nach Sachen für die Talent-Show um. Er probierte Seilspringen, Singen. Er probierte sogar zu tanzen. Er begann sich zu fragen, ob er jemals ein Talent für die Schultalentshow finden würde. Was ist denn los, Caillou? Ich weiß nicht, was mein Talent ist. Ich habe alles probiert. Also, hey Caillou, wie wär's damit? Was macht man denn damit? Also, Caillou, das ist ein Zauberstab. Du kannst bei der Talentshow ein Zauberer sein. Hier. Okay, Papa. Was könnte ich jetzt zaubern? Warte mal hier, Caillou.
Ich bin gleich zurück. Einen Augenblick später war Papa mit einer Kiste zurück. Es war eine kräftige Box mit der Aufschrift Magic Kit. Wow! Also, Caillou, als ich so alt war wie du, war das mein Zauberkasten. Nun ist es deiner. Nimm ihn mit zu deiner Talentshow und zeig allen, was du kannst. Ich sehe wie ein Zauberer aus. Das tust du, Caillou. Und jetzt geh mal üben. Caillou übte und übte und am nächsten Tag war er bereit für die Talentshow. Aber nun war er nervös. Er war als nächstes dran. Hey Caillou, schon okay. Sei nicht nervös. Das wird toll. Ja Caillou, hab einfach Spaß beim Zaubern. Mein Name ist Caillou. Und ich bin Zauberer. Seht her! Caillou flüsterte die Zauberworte, berührte den Hut mit seinem Zauberstab und... Das ist Teddy, alle zusammen! Und nun zum nächsten Trick. Seht, was mit Teddy passiert, wenn ich das mache. Alle jubelten vor Begeisterung über Caillous Tricks. Er war sehr stolz auf sich.